So, guten Morgen zusammen. Wir haben 8:55 Uhr des Folgetages. Ich stehe immer noch in den Niederlanden. Und ja, wie war es gestern noch? Also, als ich gestern dann in den Van einsteigen wollte, habe ich gesehen, wie auf der Straße ein relativ kritisch guckender OP mich die letzten Meter zum Van immer im Auge hatte. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, am Van vorbeizugehen, auch ohne zu filmen, um die Aufmerksamkeit nicht noch mehr auf mich zu ziehen. Bin dann die Straße weiter runtergegangen und die ganze Zeit hat derjenige mich beobachtet. Erst als ich auf seinem Blickfeld raus war, hat er irgendwie sein eigenes Auto umgeparkt auf sein Grundstück. Danach hat er den Müll rausgebracht. Danach hat er draußen die Pflanzen gegossen. Ich saß da hinten auf einer Parkbank unweit von hier und wartete eigentlich nur darauf, dass er reinging. Ja. Aber ich bin irgendwann auch nochmal in die Nähe meines Vans zurückgegangen und dann hat er sofort wieder geguckt, ne? Und blieb dann auch stehen draußen. So ein Motto, was macht er da? Wer ist das? Wo will der hin? Ja, also musste ich draußen ausharren, bis das der Weg war. Und das hat ungefähr eine halbe Stunde insgesamt gedauert. So lange bin ich halt dann bei dem Kreis hier laufen, so ungefähr. Und als er dann weg war, ich gedacht habe, so jetzt kannst du endlich in dein Van. Das war so ungefähr 10 vor 12 oder so. Will ich echt zu meinem Van gehen, kommt eine Frau aus dem Haus und gießt auch noch mal ihre Pflanzen im Vorgarten. Dann im Van angekommen, wusste ich jetzt aber trotzdem nicht. Also erstmal war es bullenwarm hier drin, obwohl ich die Dachluken die ganze Zeit auf die erste Lüfterposition hatte. Ich glaube 27 Grad. Dann habe ich vorsichtig die Heckfenster auf die erste Lüfterposition gestellt, damit man auch von außen kein offenstehendes Fenster sieht, ne? Die Dachluken habe ich die ganze Nacht über aufgelassen. Ja, ist das ratsam? Natürlich nicht. Die Dachluken fallen auf. In meinem Fall hatte ich die aber den ganzen Tag hier auf. Das heißt, da muss man nicht unbedingt daraus schließen, dass jemand jetzt in dem Van schläft, sondern einfach vergessen hat, die abends noch zuzumachen, ne? Wenn man denn gesehen hat, dass die den ganzen Tag offen waren. Das ist halt das Risiko, was man eingehen muss. Das Riesenproblem wäre ja sonst gewesen, dass du hier drin die Luft nicht rauskriegst, die warme, ne? Der Wagen ist halt gut isoliert, der ist ja für den Winter auch gemacht. Und dann ist im Van total egal, ob es warme Temperaturen oder kalte sind. Wenn du Fenster aufmachst, ist er rucki-zucki abgekühlt, lässt es zu, hast es auch schön flauschig. Und das über Stunden. Ich gehe jetzt nochmal rein zu meiner Mutti und gehe frühstücken. Meine Schwester hat es ja auch da. Hier nochmal gezeigt, wie der Van steht. Du siehst schon, von dem Schatten von diesem Fahrzeug profitiert er in keinster Weise. Der endet ziemlich genau an meinem Auto. Und das ist schon den ganzen Tag so. Hier auf der Seite stand er auch den ganzen Tag frei. Das heißt, nonstop die Sonne drauf. Und ja. Du siehst schon, kein Wölkchen am Himmel, fast schon tropische Temperaturen, nur weniger Luftfeuchtigkeit. Ja, und die Dachluken, wie gesagt, den ganzen Tag schon offen. Und das ist bei solchen Temperaturen, bei laufendem Kühlschrank, ich glaube, auch echt wichtig. Ja, schön, schön muckelig warm. Aber dann hast du auch mal gesehen, wie der hier steht, ne? So, ihr Lieben, ich bin jetzt gerade mal vom Frühstück zurück. Wir haben 12:15 Uhr. Es ist bullenheiß. Als ich reingekommen bin in den Van, hatte ich hier auf dem Thermostat 39,5 Grad stehen. Die erste Aufnahme war aber für die Tonne, die habe ich weggeschmissen, da war der Ton kaputt. Und hier siehst du aber 38,6 Grad, sorry, ist jetzt aktuell noch. Ich habe natürlich jetzt die Seitentüre auch offen. Ich hatte allerdings, während ich frühstücken war, die ganze Zeit hier die Dachluken offen. Und ich muss wohl auch fairerweise dazu sagen, wenn du mal hier guckst, guck mal, wie genial. Im Kühlschrank 6,9 Grad. Bisher verteidigt er das ganz gut. Ich meine, wir haben erst 12:13 Uhr, aber dafür, dass hier drin 38,5 Grad sind und die warme Luft ja auch die ganze Zeit von hier am Kühlschrank anliegt und sozusagen der Kühlschrank da auch gegenarbeiten muss, funktioniert es bisher echt super. Ich hatte noch so ein paar Sachen für die letzten Tage jetzt des Vanlife Experiments für dich auf dem Schirm. Das eine ist Duschen im Kastenwagen. Können wir hier vergessen, stehen wir zu schief und ja, möchte ich auch nicht drauf anlegen. Weil ich kann ja hier nicht jetzt die Auffahrkeile rausholen oder so, das macht keinen Sinn. Das machen wir also wann anders. Was wir aber machen können, ist, ich kann dir mal ein bisschen was erzählen zu meinem Internet hier im Kastenwagen. Dann zeige ich dir das einfach heute mal. Dann nutzen wir das mal als Gegebenheit aus und dann kommen wir auf die anderen Dinge die Tage nochmal drauf zurück.
Okay, also lass uns starten. So, ich zeige es dir mal bewusst hier vorne im Fahrerraum, denn hier habe ich am meisten Schatten. Da kann man das Gerät am besten sehen. Also der Hintergrund ist, das ist der mobile LTE-Router, den ich verwende. Es gibt da ganz viele. Der ist jetzt in dem Falle von der Firma Netgear. Und es gibt zum Beispiel auch noch Huawei-Geräte als Alternative. Das sind, glaube ich, die beiden bekanntesten Marken. Der Vorteil an diesem Router ist, du siehst das schon, der ist zwar für einen LTE-Router eigentlich sogar noch recht groß, ist aber insgesamt viel kleiner als die Router, die man zu Hause so kennt. Und das Ding wiegt auch gar nicht so viel. Weil das Gerät so groß ist im Vergleich zu anderen mobilen LTE-Routern, hat er eben auch einen Akku integriert, der sogar relativ leistungsfähig ist. Was hat der Router? Der hat hier eine An-Aus-Taste oder nur einen Knopf zur Steuerung. Wenn man da drauf drückt, dann geht ein Display an. Und dann siehst du hier schon, wundere dich nicht, da sind ja jetzt Kratzer auf dem Display, das ist aber nur so eine Folie, die habe ich noch nie abgemacht und das werde ich jetzt auch nicht. Aber da siehst du, ein Gerät ist aktuell mit dem Router verbunden. 3000 Megabyte, 3110 Megabyte habe ich bisher internationales Roaming verwendet. Ich habe in diesem Router eine SIM-Karte, in meinem Falle von der Firma O2 als Telekommunikationsanbieter mit einem unbegrenzten Datenvolumen. Und ich kann da bisher also wirklich nicht klagen, ich komme super hin mit den Bandbreiten und dergleichen und lade ja jeden Tag auch sehr große Videos hoch. Im Schnitt sind das so 4 GB, die ich hochlade. Hier siehst du aber außen nochmal, hast du eine Akkustandsanzeige, der dir zeigt also sofort an, wie voll ist der Akku, der halt integriert ist. Du kannst diesen Router aber, und das ist ganz selten der Fall im Vergleich zu anderen Produkten, auch dauerhaft mit dem Strom betreiben, indem du dann hier einen Stromstecker anbindest. Da kannst du mit dem USB-C-Kabel zum Beispiel auf der anderen Seite hier in den USB-Stecker vom Auto und könntest den damit dann dauernd mit Strom betreiben. Dann würde ich allerdings den Akku rausnehmen, um den halt nicht zu überladen und dergleichen. Ansonsten siehst du hier nochmal das Netz sofort auf einen Blick. Jetzt hier in Niederlande, KPN Planet heißen die, mit 4G. Also wirklich eine gute Datenverbindung auch. Und wenn man halt hier oben auf den Button drauf drückt, dann kriegt man dann weitere Informationen. Zum Beispiel könnte man sich da auch die Login-Daten anzeigen lassen, um in das WLAN reinzukommen. Oder ein Gäste-WLAN kann man einrichten für Gäste. Dann guckt man hier drauf, was für einen Code der anzeigt. Dann gibt derjenige das in sein Gerät ein und kann dann mit über deinen mobilen Router surfen. Der Vorteil an diesem Gerät ist aber noch zusätzlich, dass er noch einen LAN-Steckplatz hat. Man könnte also sogar noch einen Drucker hier dran anschließen und übers Netzwerk drucken oder beispielsweise externe Festplatten betreiben. Dafür gibt es auch nochmal einen USB-Slot. Hier kann man zum Beispiel einfach USB-Speichersticks anklemmen oder aber auch in der Innenseite unter der Klappe. Ich zeige dir das mal. Die schiebt man einfach so hoch. Dann kann man das aufmachen. Unter dem Akku ist sozusagen ein Fach, wo die SIM-Karte drin sitzt. Und hier kann man noch eine Micro-SD-Karte reinstecken. Und das hat dann den Vorteil, dass man die dann benutzen kann wie eine Festplatte als Server sozusagen. Ja? Das heißt, du kannst dann über eine App auf dieses Gerät komplett zugreifen und ja, dann zum Beispiel Daten darauf ablegen und dergleichen. Also es ist schon sehr umfangreich, was das Gerät so bietet. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, es gibt ein, zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen. So alle paar Tage muss ich den Router mal neu starten, weil er sich dann irgendwie aufgehangen hat. Es gibt zu diesem Router aber auch noch eine App. Wie gesagt, also ich zeige dir erstmal, wo ich den ablege, den Router. Hier ist das Ladekabel. So, das stecken wir hier ein. Zack. Theoretisch hast du ja 4G, auch so mit dem Router ohne jede Antenne. Das ist aber nicht immer der Fall. Zum Beispiel auch in ländlicheren Regionen ist es besser, wenn man noch eine zusätzliche Außenantenne anbringt oder eine Flachantenne anbringt. Da habe ich mir eine Lösung bestellt. Die ist auch ebenso von Netgear. Dann kriegt man hier so zwei TS9-Stecker, heißen die. Und die steckt man dann hier in den Router ein. Siehst du? Einmal da und einmal da. Das mache ich jetzt mal. So. Hier siehst du, sind die Antennen drin, das Stromkabel drin und das war es eigentlich schon. Jetzt kann ich den Router sozusagen hier bei mir da hinten drin versenken und weiß, der ist dauerhaft mit Strom versorgt. Der ist auch, dieser Platz wird nicht zu heiß. Und wie gesagt, hier das Stromkabel, das kann man sich dann natürlich alles ein bisschen schöner legen oder hier in das Fach mit reinlegen. Und hier ist jetzt das Antennenkabel. Und das ist eine Antenne, die ist relativ kurz vom Kabel her gesehen. Das ist auch schade, aber du siehst schon, das ist so eine Flachantenne. Und die klebt man sich dann direkt ins Fenster. Und damit habe ich eigentlich fast immer schon super Empfang. Habe aber den riesen Vorteil, du siehst, dass hier sind die Saugnäpfe dran. Damit pappe ich mir das einfach ins Fenster. Und ich kann trotzdem noch das Ding relativ weit schließen. Man hat hier oben im Heckfenster in dem oberen Teil noch diese Einrastposition, dass so ein kleiner Schlitz bleibt. Und hier passt das Kabel ideal durch. Damit wird es nicht geklemmt und dergleichen. Und ja, diese Verankerung hier, die benutze ich eigentlich nie und habe damit auch überhaupt kein Problem. Und jetzt hat der Router, obwohl er im Innenraum ist, trotzdem den Empfang der Außenantenne. Es gibt auch noch ein paar andere Tricks, die man machen kann. Man könnte zum Beispiel auch die Antenne da oben zum Beispiel an die Dachluke befestigen. Ja? Einfach so in dem höchsten Punkt.
und das Kabel reingeben und hier innen in den Schrank den Router legen. Das habe ich auch schon mal gemacht und hatte damit nochmal wesentlich besseren Empfang. Warum ist auch einfach erklärt. Diese Flachantenne, die hat Empfänger auf dieser Seite und auf der anderen Seite. In dem Moment, wo ich das Plissé nach oben mache, ist tatsächlich, das habe ich mehrfach getestet, die Internetverbindung makabererweise besser, als wenn es unten ist. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieses Plissé auf der anderen Seite so eine komische, ja, so eine Reflexionsoberfläche hat. Und vielleicht reflektiert die auch so ein paar Funksignale. Ich weiß es nicht, aber wenn ich es hochmache, ist der Empfang deutlich besser, als wenn ich es runterlasse. Und bei der Dachluke, wenn man da die Antenne reinmacht, dann hast du auch von beiden Seiten den Empfang. Also einmal nach vorne zum Fahrzeug hin, also zur Fahrzeugfront und einmal natürlich zurück zur Fahrzeugrückseite. Das natürlich nur, wenn man das Dach möglichst weit aufklemmt. Zu den Fakten selber, wenn ich den Router nur mit Akku betreibe, dann hält er so ungefähr 1,5 Tage bei starkem Gebrauch, aber der hat auch einen Modus für Standby. Dann allerdings mit dem kleinen Nachteil, dass man immer auf den Knopf drücken muss, um den aus dem Standby rauszuholen. Dann verbindet er sich neu, aber dann frisst das natürlich viel weniger. Dann kommst du wahrscheinlich auch eine Woche hin, wenn du nicht durchweg im Internet surfst. Weil ich aber regelmäßig und immer wieder ins Internet reingehe und dann mir erst feststelle, ach, du hast kein Internet, du musst wieder nach hinten auf den Knopf drücken, mache ich das nicht. Also ich lasse ihn permanent an der Versorgungsbatterie angeschlossen. Der verbraucht ungefähr, wenn der Akku voll ist und man nur den Router ohne Akku drin betreibt, kommst du ungefähr auf 0,2 Ampere Verbrauch, das ist fast nichts. Also der braucht wirklich fast keinen Strom. Und das waren so die Gründe, warum ich mich für den damals entschieden habe. Die Antenne, wie gesagt, ohne Antenne würde ich es nicht betreiben wollen, aber ich würde auch keine, ich habe mehrere Antennen getestet, es gibt auch ganz viele No-Name-Anbieter, das ist meistens Schrott. Ansonsten gibt es auch noch so Stabantennen, die man sich aufs Dach montieren kann, gerade in ländlicheren Regionen, die wirklich ein bisschen ab vom Schuss sind, ab vom nächsten Sendemast, helfen dann schon nochmal. Die haben 5 Meter Kabel und dann könntest du einen, weil du immer zwei, dann hast du zwei Antennen, zwei einzelne, und dann kannst du eine vorne aufs Dach pappen, eine hinten und den Router in die Mitte legen und dann treffen sich die Kabel da. Und dann kriegst du in der Regel auch nochmal einen besseren Empfang hin, als hättest du nur die kleine Flachantenne hinten oder halt sogar gar keine Antenne. Ne? Also in der Innenstadt könnte ich es auch ohne Antenne betreiben. Aber es ist wesentlich besser mit. Es gibt noch eine App und darüber kannst du den ganzen Router einrichten. Du kannst jede Menge Daten einsehen, auch Regeln festlegen, was passieren kann, was nicht, was darf, was nicht. Zum Beispiel, wie viele Geräte dürfen sich maximal gleichzeitig mit dem Gerät verbinden? Oder möchtest du die Login-Daten für dein WLAN auf dem Display anzeigen lassen, dass du es ablesen kannst, wenn jemand da rein möchte? Möchtest du ein Gast-WLAN einrichten? Möchtest du gerne die Frequenz auf 2,4 GHz nutzen? Dann ist es etwas übertragungsschwächer, dafür aber mit einer höheren Reichweite verbunden oder lieber 5 GHz, dafür aber auf kürzere Reichweite mehr Daten transferieren. Du kannst also super viele Dinge einfach machen. Das sprengt bei mir auch tatsächlich komplett den Rahmen. Ich habe es einfach so eingestellt, dass der immer im 2,4 GHz Netz sendet, dass ich unlimitiert Daten habe. Das kannst du also auch blocken. Du kannst sagen 5 GB, dann ist Schicht. Also kannst du zum Beispiel auch eine Prepaid-Karte reinmachen, kannst auf 5 GB einstellen und auf 5 GB hört er einfach auf, die Daten an den Handy zu übertragen. Ja. Ist auch praktisch. Aber ich zeige dir mal gerade die App. So, hier sind wir jetzt schon im Router drin. Halt dich mal fest, du siehst es oben links. 15 Tage im Abrechnungszeitraum sind noch übrig. Das siehst du oben rechts. Und ganz oben links siehst du die Datennutzung, die ich bisher insgesamt verbraucht habe, seitdem ich im Van bin. Und eigentlich sogar ja nur in den letzten 15 Tagen. Ja. Und ich bin ja schon was länger im Van als 15 Tage. Und da habe ich allein in diesem Zeitfenster 175 GB durch den Router durchgeschliffen. Das ist natürlich heftig. Ne? Ich habe auch die Reichweite eingestellt auf kurz. All das kann man hier drin definieren. Wenn man jetzt dieses Menü hier runterschiebt, dann siehst du weitere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf My Media klicken würde hier, ich zeige dir das, dann würde man darüber auf eine Datenkarte zugreifen können. Oder wird dir verwiesen, du musst halt irgendwas einstecken, wie jetzt ein USB-Laufwerk oder diese MicroSD-Karte, um das als Speicherort nutzen zu können. Und ja, gucken wir mal weiter. Der Netzwerkstatus, der ist hier zu sehen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel mobiler Router. Zwei Geräte nach unten hin verbunden, nach oben hin verbunden mit dem niederländischen Anbieter, in diesem Fall jetzt mit NL-KPN. Du kannst Geräte auch sperren. Du kannst auch hier in die Nachrichten rein, falls du eine SIM-Karte hast, die auch SMS empfangen kann. Dann würden die Nachrichten hier drin auftauchen. Habe ich aber deaktiviert, denn ich habe auch nochmal dieselbe Telefonnummer als zweite Karte fürs Telefon, die auf dasselbe Datenvolumen zurückgreift.
In den Einstellungen vielleicht nochmal gezeigt, das ist ganz interessant. Die allgemeinen Einstellungen sind zum Beispiel die Sprache der Software, die Bildschirmhelligkeit auf dem Gerät, die lasse ich bewusst auf 1, weil ich es eigentlich selten brauche. Ich habe das auch so eingestellt, dass der das Display ständig ausschaltet, um Strom zu sparen. Die WLAN-Informationen könnte man jetzt zum Beispiel auch auf dem Display anzeigen lassen, wie schon mal erwähnt. Dann würde jeder, der in den Van kommt und nach der Internetverbindung fragen würde, diese Daten auf dem Display einsehen können vom Router und braucht die nur abtippen. Habe ich aber ausgemacht, weil ich meine Daten auswendig kenne. Man kann das Passwort ändern. Ich will jetzt auch nicht zu technisch werden. Da gehen wir nicht näher drauf ein, auf die untersten Optionen. Aber im Netzwerk kann man dann eben sagen, okay, wie heißt mein Anbieter, in dem Fall O2. Da kann man alle APN-Einstellungen treffen, die wichtig sind, damit der den richtigen Server ansteuert und die mobilen Daten auch nutzen kann. Netzwerkmodus steht auf Auto, kann man noch manuell machen, hat aber bisher noch nie Probleme gemacht, was zum Beispiel hier reinfällt ist. Hier zum Beispiel kann man das eben auch einstellen, dass man sagt, okay, nur mit LTE, ansonsten bitte nicht verbinden, was natürlich verrückt wäre, weil mit 3G kann man auch Videos gucken als Beispiel. Daten im Heimnetzwerk, ja an, internationales Roaming, gehen wir auch nicht mehr näher drauf ein, aber das kann man zum Beispiel komplett ausschalten und damit sicherstellen, dass sobald man, wie jetzt ich, in den Niederlanden bin, keine Internetverbindung herstellt und damit auch keine Kosten verursacht. In meinem Fall nicht so dramatisch, mit 23 GB im Ausland komme ich schon ganz gut hin. Man kann aber zum WLAN ein paar nützliche Informationen einpflegen oder ein paar Daten festlegen, wie zum Beispiel hier die WLAN-Profile, nur 2,4 GHz in meinem Fall, hatte ich ja schon mal gesagt. WLAN-Reichweite ist in meinem Falle kurz, denn ich befinde mich eigentlich immer nur in der Nähe meines Vans. Ich möchte aber auch nicht, keine Ahnung, 200 Meter von meinem Van entfernt noch mein WLAN-Netz angezeigt bekommen, weil dann würde es auch gleichzeitig ja, ich sage einfach mal ein bisschen risikobehafteter, weil andere es dann auch eher sehen. Ja, das reicht so vollkommen aus. Wenn es mal Probleme gibt oder Störfrequenzen, dann kann man hier die Bandbreite auch noch umstellen auf 40 MHz. Der Ruhezustand ist aktuell deaktiviert und das kann man eben machen. Man könnte also sagen, in Ruhezustand, wenn keine Daten fließen, soll er nach 15 Minuten. Wenn er sich also in diesem Modus befindet, das auch deaktiviert steht, dann ist er jederzeit zum Empfang von Daten und zum Senden von Daten bereit und das frisst gar nicht so viel Strom, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Alles klar, ist auf dem neuesten Stand. Ich denke, damit sind wir hier eigentlich so grob mit den wichtigsten Sachen durch. Ich mache auch nochmal ein Video im Detail, wo ich nochmal auf alle Sachen eingehe, allerdings auch auf die anderen Antennen. Allerdings sollte das für den Vlog jetzt heute auch gereicht haben. So, wir machen noch einen anderen Test. So, wir nehmen einfach mal diesen Server von NetCologne in Köln und über das Netz O2 und machen mal einen Speedtest. Guck dir diese Werte an und das auf dem Handy. Ne? Auf dem Rechner geht das noch schneller. Da sind die Werte immer noch positiver. Aber bei 20 Mbit Verbindung über einen mobilen Router kann man doch nicht klagen. Schau dir mal den Upload an. Knappe 11 Mbit, ja, selbst wenn es 10 sind, also ist doch der Hammer. Ne? Für einen mobilen Router absolut in Ordnung. So, wir haben jetzt 17:45 Uhr. Ich habe mich dazu entschlossen, heute doch nicht mehr weiterzufahren. Es ist einfach zu heiß. Ich mache mal so zwischendrin mal kurz einen Check, ob alles in Ordnung ist, ob der Kühlschrank noch performt und ja, zeige ich dir. Kühlschranktemperatur hier unten in der Ecke zu sehen, 9,5 Grad. Tendenz gleichbleibend. Also damit kann ich durchaus leben, wenn der Kühlschrank nicht geöffnet wird als Absorber mit den Lüftern, dann funktioniert das alles reibungslos und so wie soll unter 10 Grad. Ich hoffe, dass er das weiterhin halten kann, bis das heute Abend die Kühlschranktemperatur noch mal weiter fällt, um morgen hoffentlich den Tag wieder zu überstehen. Werde ich morgen sehen, wenn ich morgen weiterfahre. Morgen fahren wir definitiv weiter. Aber ich gehe jetzt wieder zurück zu meiner Mutter in die Wohnung und will da das nächste Video schneiden und hochladen. Dann erspare ich mir das heute mal im Van weiter zu schwitzen. Ich sag mal Tschüss für heute. Ich denke, das Video ist wieder lang genug. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen zum neuen Tag hier im Vanlife Experiment. Schön, dass du dabei bist. Mach's gut.